Ich begrüße euch zur Dezember-Vorhersage. Ihr werdet jetzt, also ich mache jetzt quasi eine Einleitung und dann bekommt ihr die Kartenlegung und dann bekommt ihr noch eine Vorlesung. Denn heute Morgen wurde mir bei einer meditativen Tätigkeit eine Info durchgegeben und die habe ich dann aufgeschrieben und während dem Schreiben ist natürlich noch mehr durchgekommen und damit ich da keine Verwechslungen mache, nichts weglasse oder verdrehe, habe ich mir gedacht, ja, dann werde ich das halt wieder mal vorlesen. Das ist eine Niederschrift, die ich schon im Newsletter geschrieben habe. Das heißt, alle Newsletter-Abonnenten hatten es bereits. Also die haben es schon lesen können, aber ihr könnt es sich immer noch anhören. Wie gesagt, nach der Kartenlegung kommt das Video. Wenn nicht, dann könnt ihr einfach vorher abdrehen. Wo wir noch dabei sind, wo mir gerade einfällt, wie es bei YouTube läuft. Damit ich mehr Reichweite bekomme und vielleicht irgendwann einmal was bei YouTube einmal verdiene, weil 70 Euro in 9 Monaten ist ein bisschen mau, bitte ich euch, lasst mir einfach alle immer ein Like da. Ich bin wohl nicht für Bewertung, aber in diesem Falle brauche ich es. Wenn es mir ein Like da lasst und ich glaube auch, wenn es kommentiert wird, dann hat das irgendwie mehr Reichweite. Und dann wird es eher, das heißt, das wird nachher mehr vorgeschlagen, wenn ich ganz viele Likes habe. Und da müssen wir das halt ein bisschen ausnutzen, wenn ihr wollt, dass meine Message auch an viele andere weitergeht. Oder meine Videos eben vielen anderen Leuten helfen soll, dann müsst ihr halt liken, was das Zeug hält. Also Daumen oben, ja, versteht sich. So, und da kommen wir nämlich gleich zum nächsten Thema. Warum sollt ihr liken? Warum soll ihr Reichweite haben, wenn nur einmal im Monat ein Video kommt? So ist es leider nicht mehr, oder Gott sei Dank. Mein Team hat mir am Sonntag gesagt, Mädel, es geht wieder los. Und damit ist gemeint, ich darf wieder mehr Videos machen, weil sie meinten, ich habe jetzt meinen Rhythmus gefunden. Es ist genug mit Ruhezeit, weil ich habe ja gesagt, ich habe das Training begonnen. Ich habe begonnen mit dem Buch zu schreiben. Das war ja mein Ziel oder mein Hauptthema. Und dann hat es geheißen, ja, oder ich habe noch erwähnt, dass ich auch den Geldkurs anmachen möchte. An meiner Mimik erkennt ihr schon, da ist noch nichts geschehen. Jetzt ist es so, dass mein Team mir so gesagt hat, ich weiß ja jetzt, wann ich was mache, wie ich was mache, weil ich muss sagen, es hat schon aber gedauert, ein paar Wochen hat es gedauert, bis ich meinen Trainingsrhythmus gefunden habe, wann es jetzt am besten ist, wann sich das auch ausgeht mit meinen Arbeitszeiten, wie ich die am liebsten plane und wann schreibe ich überhaupt am liebsten, also wann fließt es am besten. Und das musste ich erst alles herausfinden und das habe ich jetzt und somit bleibt mir wieder genug Zeit, auch Videos zu drehen. Und das freut mich. Und euch wahrscheinlich auch. Das heißt, es gibt jetzt wieder mehr und dafür kürzere Videos. Also keine ganze Stunde mehr und auch keine Werbeunterbrechung werden dann folgen. Vielleicht einmal eine, je nachdem. Angeblich sollte man da mehr verdienen. Weiß ich nicht. Ich lasse es einmal bleiben, weil das ist eigentlich auch etwas, was auch wieder nur Zeit kostet, das einzuteilen, wann die Werbung geschalten werden soll. Also lassen wir es dabei. So, aber kommen wir jetzt wirklich einmal zum Thema, was eigentlich geht. Es geht ja um den Dezember. Wie gesagt, vieles kommt in den Karten, vieles kommt auch in dieser Botschaft, die ich nachher vorlese, aber ganz was Wichtiges, im letzten Mail habe ich mal erzählt, Video ist da umgegangen um diese Nordlichter, die wir gesehen haben und wo es geheißen hat, das ist der Startschuss, jetzt geht's los
Und ja, es geht. Es ist losgegangen, weil genau mit dem Startschuss habe ich auch dann erfahren, dass die Vulkane ausgebrochen sind. Also nicht alle, einige, ein paar, beziehungsweise Aktivitäten zeigen und dass auch Erdbeben waren. Ich hatte sie ja prophezeit, indem dass ich gesagt habe, die Erde wird niesen und sich schütteln, um die Parasiten abzuschütteln und loszuwerden. Das Niesen war natürlich der Vulkan. Ich wollte es aber nicht sagen, weil ich dann wieder befürchtet habe, dass nachher viele Fragen kommen, wo und wann genau ist das, also vor Angst. Es ist so, es gibt sogar Vulkane, die wir noch nicht kennen, die wir noch nicht wissen. Das heißt, die Erde bricht auf und ein Vulkan kommt heraus oder was auch immer da nachher zum Vorschein kommt. Das wird aber geschehen dort, wo keine Menschen sind. Sprich, ich weiß nicht, ob es im Meeresboden ist, weil dann wird es ja einen Tsunami geben, obwohl, um ein bisschen vorwegzugreifen, das viele Wasser, was sich da in die Karten anzeigt, könnte auch in die Richtung gehen. Fakt ist, es gibt sehr viele Küsten, die nicht bewohnt sind. Es gibt sehr viel Land auf dieser Erde, das nicht bewohnt ist. In Australien, in Asien, also denkst du an China oder so, und auch in Afrika und auch in Amerika. In Europa ist es ein bisschen weniger, aber Island hat auch nicht viel Bevölkerung. Und dort ist ein Vulkan. Und dort werden angeblich die Evakuierungen schon zumindest vorbereitet für die paar Leute dort. Und für mich hat sich auch immer so angezeigt, wenn dort jetzt, also in Island, der Vulkan extrem wieder ausbricht, ja, die Leute werden evakuiert, sie sind dann für Wochen, vielleicht auch Monate, dann nicht dort, aber sie können dann später, wenn sie denn wollen, wieder zurück in ihre Häuser. Also es ist nicht so, dass das alles begraben wird, ja. Teilweise schon, aber ja, da kommen wir dann irgendwann einmal zu einem Thema, was mit Materialismus zu tun hat. Und das machen wir dann später, weil ich ja mehrere Videos wieder mache. Und was jetzt neu dazugekommen sind diese Lichtsäulen, die ich hier einblende. Es sind wunderschöne Bilder, wo ich gleich den Gedanken gehabt habe, kommen die jetzt von oben oder von unten? Also die Frage gestellt habe und dann war sofort von überall beides. Und dann waren es gleich drei Sachen. Also, es kommt von oben, sprich Außerirdische, sagen wir, wie es ist. Es kommt von unten, Innererde. Und es kommt von der Mitte, von uns, von den Lichtern. Wir Lichtarbeiter, Lichtwesen, Lichttürme, ja, weiß ich nicht, wie man noch alles mit Licht bezeichnet. Wir hatten die Aufgabe, diese Außerirdischen, die auf diese Erde jetzt gekommen sind, um uns zu helfen und auf der ganzen Welt stationiert worden sind, hatten die Aufgabe, sie hier zu integrieren. Auf welche Weise auch immer. Wir haben sie entweder versteckt oder in Menschenkörper aufgenommen oder in Familien umgegeben, wo nachher die anderen Gehirne wieder umprogrammiert worden sind, das was aber nichts Schlimmes ist, keine Angst. Und mit wir Lichtarbeiter meine ich, wir haben das gemacht in einer Zeit, wo wir geschlafen haben. Das ist immer dann, wenn wir geredet aufwachen, komplett geredet aufwachen. Wir haben Stunden geschlafen und fühlen uns dann nicht ausgeschlafen. Das ist ja unlogisch, oder? Also, ich sag's euch, da waren wir unterwegs, da haben wir mitgearbeitet und das waren jetzt sehr viele. Und wahrscheinlich haben wir auch deswegen hin und da irgendwo ein Wehwehchen, weil wir sie vielleicht zu überanstrengt haben. Keine Ahnung. Mir ist so vorkommen, weil heute bin ich schon vor 5 Uhr aufgestanden. Also ich habe wirklich von Stunden her ganz wenig geschlafen. 6 Stunden vielleicht. Nicht einmal, keine 6 Stunden.
Und ich war sowas von ausgeschlafen. Das heißt, das war das erste Mal, dass ich wirklich ruhen habe dürfen und wo meine Seele auf den Ort gereist ist, wo ich wieder Energie bekommen habe. Die 2 Wochen davor war sowas nicht der Fall. Und vielleicht war es auch deswegen, dass es schon am Sonntag geheißen hat: Mädel, es geht wieder los. Sprich, ich darf wieder mit euch arbeiten. Warum sind die jetzt runtergekommen? Das ist jetzt noch die Frage. Das ist etwas, was ich noch klären möchte oder erklären möchte. Und zwar gibt es sehr viele Meldungen von verschiedenen Vorhersagen. Vor allem eine, wo 2 renommierte amerikanische Remote-Viewing-Gruppen unabhängig voneinander gesehen haben, dass im Dezember etwas ganz Großes auf uns zurollt oder zukommt. Und das kann natürlich auch sein, dass es ein Plan ist, der nichts unbedingt nichts Gutes verheißen soll. Jetzt ist es aber so, dass diese Außerirdischen hier sind, um hier dagegen zu halten. Es kann daher zu dieser Zeit auch zu Schwindelgefühle oder sonstiges in diese Richtung kommen. Also bitte auch leichte Kost, weil ich kriege da immer wieder, uns wird dann schlecht. Weil wenn jetzt 2 verschiedene Energien aufeinander prallen, jetzt braucht man nur ein Plus-Minus-Magnet nehmen, das geht nicht. Ja, Plus-Minus zieht sich zusammen, aber wenn dann 2 Energien, die gleich stark sind oder so, zusammenkommen, dann stoßen die wieder auseinander oder wieder zusammen. Und dadurch, da ist sowas wie dazwischen eine Schwingung, eine Energie und diese Energiewelle trifft uns. Diese Energiewelle ist nachher für uns merkbar, indem dass wir sagen, ja, uns wird ein bisschen schlecht oder uns geht es nicht gut. Ja, manche werden dann, kriege ich wieder Grippetabletten nehmen. Müssen nicht. Es ist wirklich nur eine kurze Dauer. Und es kann so um die Weihnachtszeit sein, genau da, wo man es braucht, ne? Weil da gibt es ja das Krippenspiel. Aber ich glaube, das ist eine andere Krippe. Wie dem auch sei. Gibt es auch noch ein Video drüber, über Weihnachten. Und ich hätte jetzt schon wieder so viele Themen, aber ich darf es nicht sagen, weil sonst stelle ich mich unter Druck. Und das wollen wir ja nicht. So viel vorweg zu dem, was geschehen ist und warum es geschehen ist und was das auf sich hat, was genau im Dezember das für Energiewellen sind, kann ich nicht sagen, aber in den Karten erfahren wir ein bisschen mehr und ja, und dann kommt noch die Botschaft noch. Ich wünsche euch damit viel Spaß und wir sehen uns bald wieder. Tschüss. Im Westen wird es nass. Das heißt, es wird eine Überflutung geben in Amerika. Also im Westen wird es richtig stürmisch und wütend, aber auch im Osten. Das heißt auch eher bei uns. Ah, bei uns ist die VN, oder? Na, okay. Passt. Norden, wo sind wir bitte? Okay, wir sind eher der Norden. Da trifft es jetzt gar nichts wirklich zu. Also bei uns bleibt es ruhig im Dezember. Da passiert jetzt nicht wirklich was. In Amerika wird es zu Hochwasserdingen geben. Sollte jetzt jemand dort in Urlaub fahren wollen, wie ist es da? Darf ich einmal nachfragen? Fahren, es ist kein Problem. Also fliegen, kein Problem. Es wird nur dort gelandet, wo es sicher ist. Und er kommt doch wieder gut nach Hause, stimmt's? Okay, kann sein, dass manche mit einer Verzögerung rechnen müssen. Aber nicht weiter schlimm, sie kommen alle gut nach Hause. Gut, kriege ich gerade. Im östlichen Teil, also sprich jetzt so also Thailand oder was, da wird es auch zu Unwettern kommen, aber nur vorübergehend. Da ist am meisten Zeit
wird die Sonne scheinen. Also das ist nur am Anfang, wann ist denn das circa? Wann ist denn das circa? Okay, Anfang Dezember, wo viele noch nicht fahren. Okay, es wird darüber gesprochen, dass dort viele Unwetter stattfinden. Aber lasst euch nicht davon abschrecken, wenn ihr dort seid. Ist schön. Ihr werdet sehen, es ist noch ein wirklich schön dort. Es wird sogar nur propagiert, dass dort ziemlich viele Unwetter sind und eventuell eine Tsunami-Warnung, aber wird nicht stattfinden. Gut, wird nicht stattfinden. Es gibt nachher im Süden, das passt, in Afrika, eine große, oder? Nein, das ist okay, in Afrika, eher Ägypten, da gibt es eine neue Regierungsform, da wird neu entschieden, da wird gewählt. Ich kenne mich da nicht aus, was da gemacht wird. Also ob die wählen oder ob die was haben, jedenfalls ist in Ägypten ein Umbruch. Den habe ich auch noch nirgendwo gehört. Jeder redet nur von Amerika, jeder will nur das wissen. Ich erfahre hier, dass in Ägypten jetzt eine neue Entscheidung, eine neue Ära, ein neuer Scheich oder wer auch immer dort die Führung übernimmt. Ich weiß nicht, wie das geregelt ist dort in Kairo. Also es gibt dort eine neue Führung, eine neue männliche, starke Führung. Das wird auch geschrieben. Das heißt, wir werden darüber lesen. Und es ist aber nicht überraschend. Also das ist, ja, gut. Wir werden sogar darüber lesen, okay. Vielleicht ist das ganz was Besonderes. Wie gesagt, ich schaue ja keine Nachrichten. Ich verstehe die Politik sowieso nicht. Also, Karten. Das sind halt die Karten. Wurscht. Gibt es noch was, was auf der Welt wichtig ist? Ja. Gut. Es wird sehr viel geredet, natürlich auch geplaudert und Falsches geplaudert in der Öffentlichkeit. Da wird aufgeräumt, aber es wird sehr viel, man darf jetzt nicht hinhören, also da ist jedenfalls die Kommunikation, das heißt, das ist das Gerede und da ist gleich, der Fuchs schaut auf das Gerede und sagt gleich, hey, das ist alles falsch, vergiss. Ja? Und das heißt, es ist in der Öffentlichkeit das Gerede und da wird aufgeräumt, es wird Streit verursacht. Ja? Also das ist auf alle Fälle, aber gut, eigentlich ist ja das nicht Snacks, ja, das haben wir ja dauernd, aber wahrscheinlich kommt jetzt nur mal irgendwas Arges, dass wir das nochmal so schön aufzeigen. Tief im Inneren herrscht aber Harmonie und die Befreiung wird gerade im Jetzt findet statt. Also, es ist tief in uns, die Harmonie und die Befreiung findet jetzt gerade statt, auch wenn es jetzt da nicht so ausschaut. Also ich sehe hier, das ist arg, ich sehe hier, also auf der Erde, es gibt viel, im Westen viel Regen, im Osten wohl auch, aber also Unwetter, viel Regen, ich weiß nicht, Hochwasser ist. Vielleicht ist es auch durch das Unwetter dort, dass das dann rüberschwappt auf in den Westen, keine Ahnung, weil ich finde das immer so komisch, dass man von Westen und Osten und so redet und dann ist man eigentlich eine Kugel, also irgendwie finde ich das habe ich nie verstanden, wie das funktioniert, wenn man eine Kugel hat, dass da Westen und dass da dann Westen und Osten gibt, weil eigentlich warum sagt der Westen auch noch ein Nahe Osten, ferner Osten und Nahe Osten, wenn Japan ja eigentlich wiederum westlich von Amerika ist? Also, ich verstehe es nicht. Wurscht. Wenn ich das als Scheibe sehen würde, dann ja. Was aber jetzt wirklich wo ist, weiß ich aber nicht, weil ich habe diesen Scheibenplan nicht. Vielleicht will man den wer schicken einmal. Ne? Also diesen... aber einen, den man halt auch lesen kann, den man sehen kann, weil die meisten
sind so klar auf dem Display und das kann man nicht so hochziehen. Also vielleicht hat da jemand was für mich oder will es mir sogar ein Poster schicken. Auch schön, wo man es nachher genauer sieht, wie so ein Scheibenplan ausschaut. Ihr versteht, was ich meine, die Erde als Scheibe. So. Also, wie gesagt, Würst, wie auch immer, Amerika, viel Wasser, Asien, viel Unwetter, aber dann schön. Das heißt, ihr könnt ruhig eure Reisen antreten. Ja? Ich glaube, dass es aber wieder das typische New York gibt, wieder dieses Blizzard. Also dort ist wieder sehr stark eisig. Kriege gerade mal so einer, ja, dass da wieder mal so geht. Wie immer. Dann in Ägypten die Entscheidung, neue Entscheidung, neue, da kommt ein neuer Mann an die Spitze. Vielleicht ist es dort, dass der Scheich, der alte Scheich stirbt und der Neiche kommt. Ich weiß nicht, wie es dort ist. Jedenfalls wird das in der Zeitung stehen. Dann haben wir da eben, dass die Befreiung gerade jetzt im Gange ist. Die arbeiten nur tief unten, die arbeiten tief bei uns. Also wir dürfen auch mit uns jetzt weiterarbeiten, damit wir es auch schneller haben. Und dann zum Schluss noch einmal, hört es nicht drauf, was da geredet wird. Das ist alles Schmafu. Das dient nur zum Streit. Ja, so. Das war's, das haben wir. Jetzt gibt es noch, ich glaube, 5 Minuten dauert dieses, oder ein bisschen was über 5 Minuten dauert meine Vorlesung von der Info, die ich heute schon am Morgen bekommen habe. Ja, und das war's. Ich werde mich jetzt schon verabschieden, aber bleibt bitte dran. Es kommt noch das ganz Wichtige vorgelesen. Und zwar ist es das, was ich heute als Newsletter schon meinen Tagebucheintrag geschickt habe. Also alle Newsletter-Abonnenten wissen es bereits. Aber ja, ihr könnt es euch ja trotzdem noch immer anhören. So, bis zum nächsten Mal und das im Bälde. Tschüss. Im Dezember wartet auf jeden eine Herausforderung, die es gilt zu meistern. Wenn man meint, es nicht zu schaffen, dann darf man eine andere Herausforderung annehmen, nämlich um Hilfe bitten, wobei sich viele schwer tun. Doch wir sind füreinander da. So wie du gerne jemanden hilfst, so hilft auch dir gerne jemand. Doch ungefragt zu helfen, kommt oft nicht gut an, denn jeder soll mal sehen, inwieweit er schon auf eigenen Füßen steht. Viele erlernen bzw. erkennen dadurch ihre neuen Fähigkeiten. Andere haben die Herausforderungen zu bewältigen müssen und um zu erkennen, dass sie jede Hürde meistern können, wenn auch mit etwas Hilfe. Denn es kann nicht ein jeder alles können. Wir wären regelrecht als Mensch damit überfordert und deswegen gibt es mehrere Seelenaspekte von einem gleichzeitig hier, damit wir uns gegenseitig helfen. Wir sind alle eins. Da gibt es den Spruch, zusammen sind wir stark und das ist damit auch gemeint. Zusammen haben wir die Kraft, die wir ohnehin auch alleine hätten, aber nachdem die Zeit hier um ein Vielfaches langsamer abläuft, müssen wir eben alles zusammen machen, um in unsere volle Stärke zu kommen. Es dauert noch, bis wir alle das volle Potenzial in uns erkennen. Aber eines können wir jetzt schon sicher sein. Es ist da und es wird sich zeigen. Am besten, du sagst dir jeden Morgen, ich lebe mein bestmögliches Sein und werde immer mehr Neues aus meinem übergeordneten Potenzial schöpfen. Warum gerade übergeordnet? Weiß ich jetzt nicht. Es wurde mir so angesagt, aber vielleicht weiß es jemand von euch. Es fühlt sich jedenfalls gut an. Gut und richtig an. Und das ist wichtig. Der Kopf muss es nicht verstehen. Das Herz weiß, was es bedeutet und entscheidet, ob es das möchte oder nicht.
Im Jänner werden uns Tage dunkel erscheinen. Es liegt jetzt nicht am Wetter, denn die Sonne hat an Kraft zugenommen und wird eine Tage- bzw. wochenlange Wolkendecke nicht zulassen. Es ist euer Gemüt, das euch alles dunkel erscheinen lässt. Egal wie es dir geht und egal wie spät es ist und welches Wetter es gerade hat, zieh dich dementsprechend an und geh raus. Atme tief durch und schlendere eine Runde. Es braucht nur für 10 Minuten sein, das reicht vollkommen. Zu Hause schnappst du dir einen Tee, Kaffee oder Kakao und genieße das jetzt. Beginne aber jetzt schon, dich mehr auf das Jetzt zu konzentrieren und bleibe nicht an der Vergangenheit hängen und versuche nicht die Zukunft herbeizurufen. Dies erzeugt nur Trauer und Ungeduld. Alles Eigenschaften, die du nicht möchtest. Im Jetzt bist du im Sein und du kannst dir das Jetzt gestalten, so wie du es möchtest. Mit dieser Gestaltung gestaltest du automatisch auch die Zukunft. So wie den Frieden auf Erden, den du ebenfalls erschaffen kannst, es ist im Prinzip ganz einfach. Alles, was für das Leben auf der Erde verantwortlich ist, befindet sich im kollektiven Feld. Dazu muss ich keine Massenmeditation beiwohnen. Geführte Meditationen sind immer eine Gefahr und in der Masse umso mehr. Stell dir vor, du wurdest durch eine im Netz aufgerufene Massenmeditation in einen Hypnose- oder Trancezustand versetzt und nun bekommst du einen Text durchgesagt, der in dein Unterbewusstsein dringt und dir somit ein neues Programm aufspielt. Am nächsten Tag weißt du und auch viele andere, die teilgenommen haben, nicht, warum du auf einmal nervös oder ängstlich bist. Diese Emotionen werden von der dunklen Seite benötigt. Deswegen gebe auch ich keine tiefen Meditationen. Meditieren passiert und muss nicht abgehalten werden. Sport, Hausarbeit, Handarbeit kann eine Meditation sein. Meditation bedeutet, seinen Verstand zur Seite zu schieben und den Denker ruhen zu lassen. Das geht am besten, wenn man sich auf eine bestimmte Sache konzentriert. Wenn du es in vollkommener Ruhe machen möchtest, dann konzentriere dich auf deine Atmung. Und diese vergessen wir ohnehin gerne. Als kleine Erinnerung könntest du dir angewöhnen, dass du jedes Mal tief durchatmest, wenn du zu deinem Handy greifst. Aber zurück zum Friedenstiften auf der ganzen Erde. Sobald du erkannt hast, dass das Jetzt die schönste Zeit ist und dein Körper der schönste Ort, in dem du sein kannst, dann bist du im Frieden. Dieser Friede ist im Feld. Und je mehr in Frieden sind, desto größer wird dieses Feld und umschlingt die Erde.